Warum funktioniert denn das nicht? Es muss doch irgendwo ein Signal geben. Komm schon, funktioniere. Ups. Oh nee. Au. Mann, du blödes Telefon. Au. Was? Ich kann nicht glauben, dass das gerade passiert. Warte mal eine Sekunde, ich habe eine Idee. Okay, Eife und Katze, du musst mir helfen. Es sollte nicht so lange dauern, bis ich Geld für ein neues Handy gespart habe. Hier hast du, Eife und Katze. Bewahre mein Geld sicher auf. Oh Gott. Oh, das sollte der letzte sein. Es ist soweit. Mein neues Telefon. Ja, ich spreche mit dir über mein neues Telefon. Nee, das war wirklich keine große Sache. Ich bin einfach losgegangen und habe eins gekauft. Ha, ich wette, Julie ist total neidisch auf mein neues Handy. Bleib auf deiner Spur, Kylie, ja? Wie findest du mein neues Telefon, Julie? Abgesehen davon, dass mir schwindelig ist, ja, nichts Besonderes. Das Modell ist 2 Monate alt. Das ist das Modell vom letzten Monat. Was? Ich habe ein altes Modell? Das war das Modell Anfang des Monats. Das hier ist von vor 3 Wochen. Das ist 2 Wochen alt. Und das ist das von letzter Woche. Ha, schau dir all diese Linsen an. Das habe ich erst heute Morgen bekommen. Boah, das ist einfach nicht fair. Willkommen in unserer Boutique. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Oh, das Kleid wird dann hier absolut hinreißend aussehen. Ja, gut, ich nehm's. Hm, ich brauche auch noch ein kurzes Kleid. Dieses auch. Oh, was noch? Weißt du was? Warum Zeit verschwenden? Ich nehme einfach alles. Das war's. Pack's einfach ein, bitte. Ich frag mich, was die hier sonst noch so haben. Oh, das könnte mir gefallen. Ich nehme das und das und das auch. Oh gut, da bist du ja mit meinen Taschen. Ich bin da mal weg. Hm, eigentlich. Dein Outfit ist ja auch sehr süß. Ja, das nehme ich auch. Danke, bitte komm bald wieder. Hä? Was ist mit meinen Klamotten passiert? Oh ja, ich habe einen Euro. Zeit zum Shoppen. Oh, was ist denn da drüben? Oh, ein Wühltisch voll Kleidung. Ich werde da bestimmt was für mich finden. Ich liebe Shopping. Das ist meine Lieblingsbeschäftigung. Oh, ja, sorry. Ich lege das Zeug zurück. Oh, schau dir dieses süße T-Shirt an. Oh, und das hier auch. Ich liebe Rot. Hm, aber welches nehme ich bloß? Ja, ich habe nur 1 Euro, also ich kann nur 1 kaufen. Naja, Rot soll's sein. Ja, ein neues T-Shirt. Ich liebe es, neue Kleidung in der Schule zu tragen. Hey, Annie. Schau dir mein neues Shirt an. Wie findest du's? Ja, das sieht aus, als hättest du es in einem Euroladen gekauft. Ach, warte, du hast es im Euroladen gekauft. Wie lustig. Was denn? Was ist denn so lustig? Oh nee, ich habe das Preisschild dran gelassen. Das muss ich wegmachen, bevor es noch jemand sieht. Und das Etikett ist weg. Jetzt wird niemand mehr wissen, wie viel es gekostet hat. Hm. Machst du Witze? Ich kann nicht glauben, dass du das gemacht hast. Warum lachst du denn immer noch über mich? Ja, du hast gerade ein riesiges Loch in dein neues 1-Euro-Shirt geschnitten. Oh Mann, jetzt muss ich das abdecken. Komm her, Pulli. Es sind nun wieder nur du und ich. Zeit für den Test, Kinder. Ich hoffe, du hast gut gelernt, Nick. Warte. Hast du da etwa drauf gesammelt? Olivia? Viel Glück. Das ist ganz nass. Okay, ist der ganze Speichel wirklich nötig? Für mich?
Legen Sie das einfach hin. Ja, danke. Mann, das ist unhygienisch. Jillie? Bitte sehr, Liebes. Mann, kann ich auf dem Ding überhaupt noch schreiben? Testtage sind meine Liebsten. Ich bin endlich in meinem Element. Ich kann kaum meine Antworten schnell genug schreiben. Einfach nur schlau, denke ich. Warum nicht die Extrameile gehen, richtig? Geschafft. Ja, ich bin die Erste in der Klasse, die fertig ist. Wie läuft's bei dir da drüben, Hannah? Ist das in einer fremden Sprache oder sowas? Psst. Ist ja gut. Olivia? Ja, in deinen Träumen. Hey! Na toll. Der sitzt hinter mir. Ich dehne nur meinen Hals. Ich fühle mich ein bisschen verspannt. Ich mache mich wieder an die Arbeit. Gleich nach dieser letzten Dehnung. Und tief einatmen. Hab meinen Stift parat, sehen Sie, Frau Lehrerin? Das ist meine liebste Tageszeit. Ich verstehe nicht, warum die anderen Hausaufgaben hassen. Das hier ist eine Kopfnuss. Ich sollte mehr Gehirnnahrung tanken. Zitronenlimonade ist meine Lieblingssorte. Herunter mit dir. Ein bisschen Zucker hilft auch. Mann, das ist gut. Jetzt brauche ich was Saures. Komm zu Mama. Das trifft genau den Punkt. Da kann ich auch gleich in die Skittles-Tüte greifen. Was Olivia will, nimmt sich Olivia. Auch wenn es ein Pickel oder 5 Pickel verursacht. Egal, mein Studium ist alles, was zählt. Du solltest jetzt lieber ein bisschen langsam machen, Olivia. Ah, so klebrig. Naja. Heiliges Kanonenrohr. Ich rufe besser meinen Hautarzt an. Naja, ich schätze, es ist der Preis, den ich zahlen muss. Ich werde nie auf meine Snacks verzichten. Was soll ich sagen? Ich liebe es zu essen. Aber für beliebte Mädchen wie Hannah ist Aussehen alles. Auch wenn es bedeutet, das beste Essen abzulehnen. Ja, Zucker, weg mit dir. Dieser Salat reicht mir völlig. Schau, wie viele Bissen ich habe. Schmeckt wie ein Burger. Schau dir Olivia an. Ich frag mich, wie es ist, alles zu essen, was man will. Oh Gott. Konzentrier dich einfach auf diesen leckeren Salat. Wenigstens bin ich hübsch. Das ist langweilig. Das ist langweilig. Oh Mann, sie und diese alten Kabeldinger. Ich hab Wireless, wie jeder, der was auf sich hält. Pff, die denkt, sie ist so cool, nur weil ihre Ohrstöpsel neu sind. Ew, Mann, die tanzt zu ihrer Musik. Du und dein blödes Benehmen braucht man eine Lektion. Oh, die ist es absolut nicht wert. Och, Mobby, ich hätte auch gern coole Ohrstöpsel. Weißt du was? Ich krieg das hin. Höchste Zeit, meine Ausrüstung zu holen. Ich brauche nur meine Schere und ich bin bereit. Und los. Schnipp. Jetzt sind sie offiziell kabelfrei und niemand wird den Unterschied bemerken. Die sollte ich lieber verstecken. Schau, die Ohrstöpsel-Oma ist zurück. Warte mal, jetzt hat sie auch kabellose Kopfhörer? Na, weißt du was? Ist mir doch egal. Ich hatte sie zuerst. Nicht mehr lange und wir sind fertig. Oh, hier ist es irgendwie unheimlich. Vielleicht sollte ich das nicht tun. Beruhig dich. Alles wird gut. Wie lange wird es noch dauern? Alles klar, du bist fertig.
Oh, sie sieht so cool aus. Okay, ich schaffe das auf jeden Fall. Sei mutig. Hey, wonach suchst du? Eine Sekunde. Kannst du das auf meinen Arm machen? Oh, sorry. Nö. Nein? Aber warum? Lies die Schilder. Du musst 21 sein. Sorry, ich mach nicht die Regeln. Oh, okay. Na gut, dann gehe ich wieder. Das ist eine gute Idee. Hey, wer ist der Nächste? Das ist nicht fair. Ich war so mutig, dorthin zu gehen. Und jetzt verläuft dann noch mein Make-up. Heute war der schlimmste Tag. Sie war nicht mal nett zu mir. Ich kann mich nicht erinnern, das gekauft zu haben. Warte, ich denke, das kann helfen. Ich muss noch eine Schablone machen. Okay, und jetzt auf den Arm, wo ich es hinhaben will. Jetzt zum Kleber. Ich verteile ihn einfach mit dem Pinsel. Fertig. Als nächstes Glitzer. Ich muss aufpassen, dass ich keine Stelle auslasse. Ich verteile es gut, damit es auch schön glatt wird. Genau so. Jetzt kommt die große Enthüllung. Das ist so süß. Nur noch den zusätzlichen Glitter wegpusten. Wow, das ist toll geworden. Davon brauche ich definitiv ein paar Bilder. Ich muss das auf jeden Fall auf Instagram posten. Oh nein, Mama kommt. Ich mache das lieber ab. Uff, das geht nicht ab. Oh, schau dich an. Tu mir einen Gefallen und räum hier auf. Wird gemacht. Hab dich lieb, Mama. Puh, das war ganz schön knapp.